Traditionsduell am 13. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Die beiden Gründungsmitglieder der DEL, Krefeld und Augsburg, treffen in der Jaila Arena aufeinander. Gute Stimmung bei den Fans der Pinguine vor dem Spiel, auch bei Igor Sachakin, dem Coach der Pinguine. Und Mark Petersen, der hat eine Krefelder Vergangenheit, der ehemalige Spieler der Pinguine, heutige Augsburger Coach. Rein in die Partie, Krefeld in den schwarzen Trikots mit der ersten Möglichkeit. Und Markus Keller weiß da mal kurz nicht, wo die Scheibe ist, aber dann findet sie Brady Lamb als erstes und nimmt sie schnell aus dem Torraum weg. Kein Tor also. Krefeld mit einem guten ersten Drittel. Die richtig dicken Möglichkeiten, die gab es aber auf der anderen Seite, wie hier durch Eisenmenger. Aber Nikita Quapp im Tor, der Krefelder, mit einer ersten starken Parade gegen Eisenmenger. Schiedsrichter haben da den Videobeweis bemüht, aber der hat eben auch ergeben, kein Tor. 2 Minuten noch zu spielen im ersten Abschnitt. Nochmal Augsburg mit dem Vorcheck im Vorwärtsgang und noch einmal die nächste dicke Möglichkeit. Aber auch da ist Quapp im Nachfassen zumindest zur Stelle. Auch da hätte es gut und gerne 1:0 für Augsburg schon stehen können. So geht es dann aber torlos in die erste Drittelpause. Ein paar wenige Fans aus Augsburg mitgereist an den Niederrhein. Rein in den zweiten Abschnitt. Krefeld 1,5 Minuten gespielt und dann zappelt der Puck plötzlich im Netz. Dominik Tiffels, Doppelpass mit Jeremy Brecko und dann nimmt er sich ein Herz und haut die Scheibe ins Tor. 1:0, 22. Spielminute, erster Saisontreffer für Dominik Tiffels. Augsburg in der Folge mit guten Möglichkeiten, aber immer wieder Nikita Quapp, der da den Gegentreffer verhindert und die Pinguine mit der knappen Führung im Spiel hält. Da hätte es gut und gerne schon 1:1 oder 1:2 stehen können. Hier nochmal Eisenmenger, aber auch da Quapp mit dem Save, der 18-jährige Goalie des KEV. Und wenn die einen das Tor nicht machen, dann ist es meistens so im Sport. Dann fällt es auf der anderen Seite. Nochmal Tiffels, blank abgefälscht, 2:0. Fast eine Kopie des 1:0. Auch da Tiffels mit dem One-Timer und blank hält die Kelle rein. Und dann dieser Traumpass auf Sabolic, der ist auf und davon und macht sogar im zweiten Drittel noch den dritten Treffer. 38. Spielminute, sein dritter Saisontreffer. Krefeld führt gegen Augsburg mit 3:0 nach 40 Minuten. Daumen hoch von Igor Sachakin. Was geht bei Augsburg noch? Die haben Vini Saponari, einen ehemaligen Krefelder, und der bringt den Puck dann zumindest im Tor unter. 1:3 der Treffer für die Augsburger. Und dann riskieren sie alles. Die Panther nehmen den Torhüter raus und dann hat Robert Sabolic die Chance. Was macht er? Er drischt den Puck über das Tor. Macht nichts aus Krefelder Sicht, denn am Ende hat Augsburg zwar noch mal die Möglichkeit, nämlich hier Graham, Querpass, und auch da ist Quapp noch mal zur Stelle, der heute fast nicht zu überwinden gewesen ist, einzig von Saponari. Krefeld gewinnt am Ende die Partie mit 3:1 gegen die Augsburger Panther. Ein Tor, da freut man sich immer, am besten gar keins, aber ich glaube, die Mannschaft hat mich einfach heute brutal unterstützt, gerade in den ersten 2 Dritteln. Kaum gefährliche Situationen zugelassen und ja, war einfach ein ganzes Mannschaftsding, glaube ich. Es hat sehr gut gehalten. Wir haben nicht aufgegangen, wir haben viel aufs Tor gebracht. Heute hat es nicht sein sollen, die Scheiben sind nicht reingegangen. Am Ende hat er auch einen überragenden Save gemacht. So ist es im Eishockey. Für Krefeld ist es wieder ein wichtiger Sieg und sie kommen raus aus dem Tabellenkeller. Und Augsburg hat im 6. Auswärtsspiel die 5. Niederlage kassiert. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.